momentan ist bei Sarah Sale und ich liebe es und ich war natürlich auch bei Sarah. Und jetzt könnt ihr euch hier vielleicht fragen, hä, Sarah ist selbstständig, warum kauft sie dann auch Sachen ein? Ich kaufe die Sachen ein, um diese zu verändern und nicht, um sie eins zu eins zu tragen. Und das heutige Video wird sich um diese Hose drehen. Die ist an sich nicht schön und ich glaube, deswegen ist sie auch, also die ist in Ordnung. Ich zeige euch die auch gleich angezogen. Okay, sie ist okay. Sie hat davor 40 Euro gekostet, jetzt 12,99 Euro. Und bevor das hier nicht verkauft wird oder gegebenenfalls auch weggeschmissen wird, habe ich mir gedacht, gebe ich die 13 Euro aus und mache daraus was Neues Schönes. Als ich die Hose gesehen habe, das ist so ein Jeansstoff, so ein fast, es hat mich an so einen Safari-Look erinnert. Und vielleicht habt ihr auch Bilder im Kopf, momentan tragen das ja total viele, so einen Jumpsuit. Nicht bis unten hin, sondern so einen kurzen. Und es sieht so aus, als würde man auf Safari gehen. Und das ist mein Ziel. Das möchte ich aus dieser langen Hose machen. Aber zuerst zeige ich euch die angezogen. So sieht die angezogen aus. Es erinnert mich so ein bisschen an die 90er, als wäre ich so ein 90er-Girl. Manche werden jetzt bestimmt denken, schade um die Hose, aber trotzdem, ich habe es mir gekauft, um daraus was Neues zu machen und nicht um diese zu tragen. Da ich ein bisschen zu groß bin, seht ihr gleich nur die Hose. Natürlich muss ich mir erst Gedanken machen, wie lang die Hose werden soll. Und ich habe mir gedacht, bis hierhin ist es ganz gut. Und hier markiere ich das einmal vorne und hinten und schneide es leicht ab. Mit dem restlichen unteren Teil mache ich dann das Oberteil. Das hier ist das Hosenbein, was ich abgeschnitten habe. Jeweils habe ich das ja von der rechten und der linken Seite. Und das werde ich erstmal schön säuberlich auftrennen, damit ich einfach Stoff habe, um meine Idee zu verwirklichen. Die Naht trenne ich mittels eines Nahttrenners, aber hier muss man wirklich darauf achten, dass man nur die Naht trifft. Sobald man in den Stoff kommt und da durchgeht, dann kann da ein Loch entstehen und das kann nachher hässlich aussehen. Deswegen nur die Naht treffen und dieses hat mich wirklich eine Stunde gekostet. Aus den beiden Hosenbeinen konnte ich jetzt insgesamt 4 solche Stofflagen machen. Jetzt habe ich mir einfach irgendein Schnittmuster für ein Hemd genommen, dieses da drauf gelegt. Jetzt verlängere ich es nochmal um 14 cm, weil ich es länger brauche und schneide es aus. Meine Idee dahinter ist, dass ich mir einfach eine Art Bluse nähe und die dann unten an die Shorts nähe, die ich eben quasi kaputt geschnitten habe. Ich wollte unbedingt auf diesen Jumpsuit Stofftaschen haben. Hier schneide ich gerade den Abnäher rein. Und hier, was ich jetzt gerade schneide, da kommt gleich die Markierung drauf für die Stofftaschen, die ich nachher da drauf nähen werde. Wichtig hierbei, die Markierungen werden hier auf der rechten Stoffseite übertragen und nicht auf der linken Stoffseite, wie beim Abnäher. So sieht die Stofftasche angenäht aus, aber vorher habe ich es natürlich gebügelt. Man nimmt ein Viereck und bügelt jeweils die Kanten 2 cm nach innen und versäubert die, legt diese so auf den Stoff und näht einfach hier entlang. Durch unsere vorherige Markierung wissen wir nämlich ganz genau, wo wir die Taschenklappen anlegen müssen und so sind sie dann auf beiden Seiten symmetrisch. Jetzt kommen wir zu der Klappe, die legt man einmal so entlang und einmal hier entlang nähen. Angenäht sieht es so aus und jetzt muss man es echt nur einmal nach unten klappen und drüber bügeln und dann sieht es auch schon super verarbeitet aus. So sieht das Zwischenergebnis aus. Ich hoffe, dass man es sehen kann. Ich habe hinten nur das Rückenteil eingesetzt. Das war relativ langweilig, deswegen habe ich euch da nicht mitgenommen. Und sollte das Endergebnis nachher nicht gut aussehen, ich glaube, dann werde ich mir daraus einfach eine Weste machen und werde alles zurückschneiden, sodass es nachher dann so aussehen wird. Beide Teile müssen jetzt verbunden werden und da habe ich mir nämlich überlegt, dass ich das Vorderteil nehme und es genau hier unten platziere. Dabei achte ich, dass die Nähte ungefähr aufeinandertreffen, damit es einfach schön verarbeitet aussieht. Da das Vorderteil für die Hose zu breit ist, beziehungsweise hier noch von einem Hemd, der die Blende mitberechnet ist, klappe ich das einfach so weit ein, bis es unten bündig an der Hose trifft. Dieses werde ich zunächst nur mit Stecknadeln fixieren und noch nicht festnähen. Das hat den Grund, so kann ich es einmal schnell anziehen, schauen, ob es wirklich gut aussieht oder nicht. Und sollte es nicht gut aussehen, kann man die Stecknadeln super schnell entfernen, aber eine Naht muss man auch erstmal wieder auftrennen. Das kostet mega viel Zeit. Das mache ich natürlich ringsherum bis zur anderen Seite. Hier muss man auch einfach sagen, nähen ist wirklich ein kreativer Prozess. Mit dem Ergebnis momentan bin ich nicht zufrieden. Das stört mich hier. Ich sehe aus wie eine Golfspielerin, die die Bluse irgendwie in die Hose gesteckt hat. Irgendwie gefällt mir dieser Bereich hier nicht. Und diesen muss ich hier noch irgendwie optimieren. Na gut, dann muss ich jetzt erstmal die ganzen Stecknadeln wieder entfernen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich zuerst mal die ganzen Hosenschlaufen weg, damit es nicht mehr diesen Hosencharakter hat.
Statt das Vorderteil wie vorhin unter dem Bund dran zu nähen, werde ich es einfach da drüber legen und zwar einmal umklappen und hier an dem Rand festnähen. Es ist doch einfacher, wenn ich das Vorderteil einmal wende und die Kante quasi an den Bund dran nähe, also quasi von unten. Die Linie an dem Bund, die nehme ich als Markierung und da werde ich das ganze Vorderteil entlang festmachen und dann feststeppen. Auf dieser Stelle habe ich es ringsherum eben festgenäht und dann nach oben geklappt. Dann kommt dieses Ergebnis. Zwischendurch habe ich ja noch die Ärmel versäumt, einmal zweimal umgedreht. Und jetzt fehlt nur noch der Kragen und dann sind wir auch schon fertig. Nicht nur die Hose hat sich verändert, ich war auch beim Friseur nicht davon ablenken lassen, aber ich finde es einfach traumhaft. Es ist natürlich wieder alles Geschmackssache, ob es einem gefällt oder nicht. Aber was man definitiv nicht abschreiben kann, es sieht nicht mehr aus wie eine Hose. Und ich finde es einfach schön. Wenn ihr ein komplettes Tragebild sehen wollt, schaut mal bei Insta vorbei, designerella.bella. Da gibt es auch tägliche Stories von mir. Und ich kann euch soweit sagen, ich habe noch 4 Tüten von Zara. Seid gespannt, abonniert mich und verpasst es nicht. Bis zur nächsten Woche, meine Lieben. Eure Christine.